Oslo, Norwegens Hauptstadt. Heimat von Jarl Magnus Rieber. Alles grün, es ist zu warm. Schnee nur künstlich hingeschafft. Die Holmenkollenspiele und der Biathlon-Weltcup brauchen eine Unterlage. Jarl Rieber hat sich zum Training in den Norden verzogen. Wir folgen ihm vorbei an den Olympiaschanzen von Lillehammer, rauf auf die schneereiche Hochebene des Hafjelltoppen. Für Jarl beginnt der Tag früh. Ein Tag, der aus Training besteht und Ruhepausen. Zwischendurch mal was essen. So ist das Leben hier oben. Eintönig, langweilig? Nein. 22 Jahre alt ist er und für sein Alter sehr reif und willensstark. Es gilt, die 3 Wochen Pause im Weltcup zu überbrücken. Die Familie Rieber hat hier oben eine Ferienwohnung gekauft. Im Winter in erster Linie als Leistungszentrum. Wir haben so viele Weltcups auf der gleichen Meereshöhe wie hier. Und es gibt eine Menge Schnee, ganz im Gegensatz zu Oslo in diesem Jahr. Es ist ein stabiles zweites Zuhause. Ich denke, es war eine gute Investition. Die Vorbereitung hier führte zu 2-mal Gold und 1-mal Silber bei der WM in Seefeld. Immer vor Augen hängen die Medaillen an einer Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald. Es sind seine ersten. Es ist nur der Anfang, glaube ich, weil wir haben das letzte Jahr gut gemacht und dieses Jahr besser. Und ich denke, dass die nächsten 6, 7, 8 Jahre wäre es schwierig, Norwegen zu schlagen. In dieser Saison ist Seefeld wieder Schauplatz seiner großen Erfolge. Sein erster Sieg im Nordic Combined Triple, dem Weltcup-Höhepunkt. Der vorzeitige Gewinn des Gesamtweltcups in Trondheim. Folge eines nahezu reibungslosen Durchmarschs. 13 Siege in 15 Einzelrennen und er zieht die gesamte Mannschaft mit sich. Der vierfache Erfolg in Trondheim nur ein Beispiel. Jedes Rennen ist eine neue Herausforderung. Und ich hatte diese Saison schon so einige Momente, in denen ich einen enormen Druck gespürt habe. Ich allein in Führung mit der Konkurrenz im Rücken, die mir die Nerven raubt und versucht, mich abzufangen. Ich darf mich nie zu sicher fühlen und das weiß ich. Deshalb vielleicht die ständig guten Resultate. Den größten Teil seiner Kraft zieht er aus der Familienbande. Mutter, Vater und Freundin geben ihm Rückhalt. Sie beflügeln seine Höhenflüge und halten ihn dennoch bodenständig. Meine Freundin hat mit Sport nichts zu tun, aber sie kann mit meinem sehr gut umgehen. Sie ist einfach eine normale junge Frau mit normalen Interessen und es ist sehr wichtig für mich, dass durch ihren Einfluss mein Leben nicht nur aus Sport besteht. Ein ganz besonderes Verhältnis hat Jarl zu seinem älteren Bruder Harald. Er ist mein Bruder und mein bester Freund. Und mittlerweile auch ein großer Konkurrent geworden. 2-mal schon standen beide zusammen auf Platz 1 und 2 nach dem Skispringen. Und dennoch, im ständigen Fokus steht Jarl. Auch beim Interview mit Norwegens größter Zeitung, VG. Harald akzeptiert die Verteilung von Haupt- und Nebenrolle. Es war schon ein bisschen hart für mich, von meinem kleinen Bruder geschlagen zu werden, als Jarl und ich 12 und 14 waren. Da hatten wir den ersten gemeinsamen Wettkampf der Jüngeren gegen die Älteren. Und Jarl hat gewonnen. Damals war auch schon Johann André Forfang mit bei den älteren Springern. Und Jarl gehörte auch da zu den Besten. Vater Jon war früher selbst erfolgreicher Kombinierer, gefördert von seinem Vater. Heute ist er immer an der Seite seiner beiden Söhne, ist stolz auf das, was sie geleistet haben. Wir wollen wissen, was Jarl aus seiner Sicht so stark, so erfolgreich macht. Nun, seine innere Motivation ist erstaunlich. Sie ist so stark in ihm verankert. Niemand muss ihn antreiben. Wir müssen Jarl manchmal sogar etwas zurückhalten, aber wenn du diese Leidenschaft in dir spürst, dann weißt du auch, wie weit du gehen kannst. Ich denke, das ist einer der Gründe für seinen großen Erfolg. Die Familie und der Glaube an sich selbst führen ihn auch durch herbe Rückschläge. Olympia 2018 Pyeongchang. 2-mal wird Jarl Rieber Vierter. Als die Deutschen Rizek, Riesle und Frenzel einen Dreifachtriumph feiern, ist Jarl Rieber am Boden zerstört.
Das war ganz klar ein Wendepunkt in meiner Karriere. Da habe ich dann alles überprüft. Mein Training, mein Material, einfach alles, um besser zu werden, um nicht nochmal Vierter bei Olympischen Spielen zu werden. Wir haben auf unserer Reise einen überaus zuvorkommenden Menschen kennengelernt. Gastfreundlich, respektvoll, einer, der sich freut, dass wir als deutsches Fernsehen ihn in Norwegen besucht haben, um zu zeigen, wie er lebt und trainiert. Und wenn ihm weiter in der Disziplin Skispringen niemand zu nahe kommt, ist es durchaus möglich, dass er die nordische Kombination über Jahre hinweg beherrscht. Im Mai wird der Familienkreis erweitert. Jarl Magnus Rieber wird Vater und er freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt und natürlich eine weitere Herausforderung. Für Jarl Magnus Rieber lief es heute in Lahti nicht so gut. Er wurde Zehnter. Sieger wurde zum ersten Mal in dieser Saison der Japaner Akito Watabe vor dem Norweger Jørgen Graabak. Erfolg auch für Vinzenz Geiger. Er schaffte es nach einer hervorragenden Laufleistung noch auf Platz 3. Glückwunsch!